Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Lange ist her, dass ich ein Video aufgenommen habe, aber das hat einen Grund gehabt und das werdet ihr auch im nächsten Video erfahren. Aber jetzt bin ich wieder da und ich dachte mir, da ihr mich ja noch nicht wirklich kennt, mache ich mal ein 50 Fakten über mich, also ein 50 Facts About Me Video. Genau. Und ich würde auch sofort damit starten, weil 50 Fakten sind schon viel. Also, ich bin 17 Jahre alt. Ich habe am 19.07.2002 Geburtstag. Ich bin Lochie Nater. Ich habe eine Schwester, die ist 19 Jahre alt und heißt Lina. Ich liebe Kartoffelauflauf. Also ich könnte echt jeden Tag Kartoffelauflauf essen, weil ich finde es so lecker. ich habe Angst vor Haien, vor allem vor dem Hai aus Findet Nemo, der Bruce. Ja, das ist irgendwie ein Trauma. Wenn ich den schon sehe, dann fange ich an zu weinen. Also, witzig, aber für mich nicht. ich habe Angst vor Horrorfilmen und Horrorserien, habe aber vor ein paar Wochen, vor einer Woche, angefangen Stranger Things, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die ersten zwei Folgen zu schauen. Und ja, bin schon gespannt, wie es weitergeht, weil bis jetzt fand ich es noch nicht so gruselig. mir wurde schon mal der Busfahrschein geklaut, und zwar von einem Mitschüler. Und ein paar Tage später wurde er dann auf dem Spielplatz gefunden. Ich bin nicht Raucher und möchte auch kein Raucher werden, weil ich hasse Rauchen. Wirklich sehr. Genau. Ich liebe Schwimmen. Ich liebe Schwimmen. Ich bin Rechtshänder. Ich knaupe Fingernägel. Also ich bin süchtig und versuche schon seit Jahren es dagegen anzukämpfen, nicht mehr zu knaupeln. Genau. Ich beginne am 2. September meine Ausbildung. Ich habe zwei Haustiere, mein Hase bzw. Kaninchen bzw. Zwergkaninchen Keks und mein Kätzchen namens Tapsi. Ich kann Waveboard fahren. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich bin 1,64 groß. Mein Lieblingsspiel ist die Sims 4. Ich bin kurzsichtig. Ich wollte früher mal Bäcker werden, aber das ist auch schnell wieder verflogen. wenn ich eine Klausur schreibe, dann lerne ich so, als hätte ich einen Vortrag und so kann ich am besten lernen. Ich liebe Apfelschorle. Ich bin gegen Nickel allergisch. Ich hatte früher mal Ohrlöcher und habe auch Ohrringe getragen. Die sind ja zugewachsen, aber ich habe vor, sie mir wieder zu stechen. meine Lieblingsschauspieler sind Elias Mbarek und Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer. Und meine Lieblingsserien sind Türkisch für Anfänger und Doctor's Diary. Ich kann Waveboard fahren. Ich bin dieses Jahr das erste Mal Achterbahn gefahren. Ich hatte mal ein Sprachfehler und musste zur Logopädin. Mein Lieblings-YouTuber sind die Lochis, Rezo und Luca, früher Corncrafter.
Ich frühstücke nie und wenn ich mal frühstücke, dann meistens Müsli. Ich liebe Pinguine, das sind meine absoluten Lieblingstiere. Und ich möchte auch mal in den Südpol fahren. In den Südpol? An den Südpol fahren, um einen echten Pinguin zu sehen, zu treffen. Ja. ich möchte später mal ein Corgi haben. Die Hunderasse Corgi. Das sind die Hunde, die die Queen hat. Und ich finde die so süß. Eigentlich sollte ich Melissa heißen. Dadurch, dass meine Mom im Fernsehen eine Sendung geschaut hat, kam der Name Tamara vor und sie fand ihn so toll und hat mich da. Und so haben meine Eltern mich dann genannt. Als Junge sollte ich Lukas heißen. Ich werde nächstes Jahr volljährig. Ich möchte am liebsten eine Tochter haben. Ich habe jetzt schon einen sehr großen Kinderwunsch, und auch schon länger. Und ja, das ist auch mein größter Wunsch, Kinder zu haben. Ich dusche immer warm. Ich habe früher immer Winnie Pooh geschaut und habe auch einen Winnie Pooh aus dem Original Disney Store und den werde ich auch nie weitergeben, wenn dann an meine Kinder. Ich kann ein bisschen Skifahren. Ich bin 0:22 Uhr geboren. Ich bin oft spät wach, also meist schon bis 2, 3 Uhr. Und wenn wir bei Feiern von unserem Opa sind, das war kein Deutsch, also wenn Feiern sind, sind wir meistens bei unserem Opa. Und da bin ich meistens schon bis 5 Uhr wach mit meinem Opa und meiner Schwester. Ich kann Tischtennis spielen. Ich finde Essen manchmal schärfer als andere. Also wenn zum Beispiel meine Schwester eine gebratene Nudeln isst, das war auch kein Deutsch, wenn meine Schwester gebratene Nudeln isst, findet sie die total neutral und ich finde die einfach übel scharf. ich mag keine Pilze. Ich habe früher mal einen Hupa-Bupa geklaut und zwar hat meine Mama mich sehr nah mit dem Kinderwagen an das Süßigkeitenregal gestellt und ich habe mir den einfach genommen und habe meine Mom dann draußen gefragt, ob sie den öffnen kann und da ist es aufgefallen. Ich liebe Wasser, also zum Schwimmen, nicht zum Trinken und das ist mein Element. Ich liebe Wasser einfach so sehr. Ich habe das Bronzeabzeichen im Schwimmen und möchte mir aber auch noch das Silberabzeichen und Goldabzeichen holen. Ja, das waren jetzt 50 Fakten über mich. Es war sehr chaotisch, da meine Katze gerade rollig ist und sie einfach meine Nähe braucht. Ja, aber ich wollte einfach das Video endlich aufnehmen und auch endlich hochladen. Genau. Und ich hoffe, ihr versteht das einfach. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Und ja, wir werden uns bald im nächsten Video wiedersehen. Wie gesagt, da erzähle ich viel über die Ausbildung, auf was ich mich freue und vieles, vieles mehr. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!